Wir waren lange auf der Suche nach einem wirklich guten Saugwischroboter und haben uns dann letztendlich für einen Roborock S5 Max entschieden, welcher in vielen Tests auch als Testsieger hervorgegangen ist. In diesem Video möchten wir euch den Saugwischroboter einmal vorstellen, indem wir ihn nun erst einmal auspacken. Er kam also in einem Umkarton. Darin war noch dieser Roborock-Umkarton und darin tatsächlich dann auch der Karton mit dem Roboter. Hier haben wir den Roboter endlich einmal aus der Verpackung herausgeholt. Er ist also unversehrt bei uns angekommen. Und es gibt das Gerät in Weiß und in Schwarz. Wir haben das Gerät in Weiß bestellt und zeigen euch mal im Folgenden erst einmal die Verpackung und anschließend den Roboter. Der Roborock lässt sich über eine App steuern. Die App kann man auf Deutsch einstellen, sowie auch die Sprache, die der Roborock spricht. Dort ist auch Deutsch als Sprache möglich. Der Roborock hat einen Wischbehälter, wo man einfach nur Wasser hineinfüllt, und einen Staubbehälter. Beides ist parallel möglich zu betreiben und es spricht eigentlich auch gar nichts dagegen, das nicht so zu machen, also gleichzeitig vorne zu saugen und hinten zu wischen. Es sei denn, man möchte über Teppichflächen gehen, die kann man natürlich aussperren, das geht über die App ganz gut, oder aber man stellt für diese Flächen ausschließlich die Staubsaugerfunktion ein. Mit integriertem Wischtuch hängt der Roboter nämlich ein wenig näher am Boden und kann dort unter Umständen nicht ganz so gut über jeden Teppich hinwegfegen. So, nun packen wir das gute Stück aber erst einmal aus. Wir sehen hier zuallererst die Anleitung sowie eine Wischmatte bzw. einen Unterleger. Das kann man am Boden festkleben, hat den Vorteil, gerade auf Laminat etc., wenn der Roboter wieder zurück zur Ladestation fährt und ein nasses Wischtuch unten drunter führt, dann wird der Boden darunter nicht beschädigt, wenn man das Ganze zum Beispiel über Nacht machen lässt etc. Enthalten ist natürlich auch das Ladekabel für die Ladestation. Und wir kommen hier zu dem Wischtuch-Anbringer. Da ist das Wischtuch schon integriert. Da komme ich aber gleich noch einmal drauf zurück. Hier nun die Ladestation und der Roboter. Man hat hier auch ein relativ gutes Gewicht in der Hand. Also es macht vom Material alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Dann packen wir nun einmal den Roboter aus seiner Folie heraus und schauen uns mal an, was dort alles für Klappen zum Beispiel vorhanden sind. An der Unterfläche sehen wir schon die Kehr- und Saugvorrichtung sowie auf der einen Seite des Roboters einen drehenden Art Besen. Der ist aus Kunststoff und macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Bevor ich den Roboter hier jetzt noch weiter zeige, kurz der Hinweis von mir: Wer Interesse an diesem Roboter hat, kann diesen gerne käuflich erwerben. Ich habe den Link zu Amazon in die Videobeschreibung unter diesem Video gepackt. Auf der Rückseite des Roboters ist der Wassertank angebracht. Diesen löst man ganz einfach, indem man auf den Knopf drückt und ihn herausnimmt. Das Wasser kann man dort dann einfüllen. Man sollte nach dem Reinigen das Wasser auch stets wieder entfernen. So steht es zumindest in der Anleitung. Vorne sehen wir das Drehrad, damit kann der Roboter in eigentlich jede Richtung fahren. Nun kommen wir zur Wischtuchhalterung. Diese bringt man einfach unterhalb des Wasserbehälters an. Mit zwei Klicks ist das relativ einfach. Das Wischtuch selber, das hält an zwei Klettverschlüssen und an einer Schiene, über welche dieses Wischtuch auf die Halterung ganz einfach von der Seite gezogen wird. Jetzt zeige ich euch einmal, wie einfach das Ganze dann anzubringen ist. Und auch das Abnehmen ist relativ einfach, wenn man natürlich zwei Hände zur Verfügung hat, noch deutlich einfacher.
jetzt zeige ich euch einmal die Ladestation, welche ich jetzt auspacke. Wie gesagt, die macht auch einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Und das ist kein billiges Plastik, sondern sehr ausgereift und sehr stabil. Last but not least, das Ladekabel, aber da braucht man wirklich nicht viel zu erklären. Es ist natürlich auch mit einem schönen Band versehen, sodass man es auch jederzeit wieder zusammenrollen und verstauen könnte. Der Behälter für den Staub befindet sich direkt unterhalb der oberen Abdeckklappe und lässt sich super einfach entfernen. Man kann diesen Behälter einfach aufklappen und den Staub entfernen. Mit dabei hat man gerade noch gesehen, rechts auch eine Bürste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.